Hallo Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Stoffig. Heute meine zwei Kollegen dabei, wer kennt sie? Ich laufe gerade rückwärts, oder? Den Pimmel kennt ihr schon, aber der Kollege, der liebe William, ist das erste Mal auf dem Kanal. Wir testen jetzt Döner, oder? Wir testen jetzt Döner, wir sind bei ihm in der Hut, in der Wuppertal. Morgen geht's auf die FIBO. Wir nehmen euch mit in den Tag heute und jetzt geht's was machen? TÜV, ganz wichtig. Guckt euch die Seiten an, geht mal gar nicht. Vollkatastrophe. Er hat gesagt, ich brauch gar nicht. Ich hab gefragt, musst du, oder? Natürlich braucht er. Guck mal, wie der aussieht. Wir müssen fresh sein für die FIBO morgen, deshalb geht's los. Ich hab gefragt, ob ich brauche. Er hat gesagt, Seiten gehen immer, Bruder, hat er gesagt. Oder die Jungs sind aus Berlin gekommen, die standen im Stau. Kann man noch? Nein. Der hat gesagt, ja, er hat zu mir gesagt, ich soll sagen, der ist abgehauen. Findet ihr den Stack von Stoffig? Also nur Seitentüff? Drei Leute, ne? Nicht vier Leute. Drei oder vier? Vier. Johnny hat eben gesagt, der will eigentlich gar nicht. Bei ihm sind die Haare eigentlich voll okay, aber er kommt jetzt trotzdem mit. Bei Johnny macht null. Mach minus eins, schneidest das Fleisch rein. Seiten auf Potenzial. William hat gesagt, du bist der weltbeste TÜV, stimmt das? Musst du gleich entscheiden. Kameramann? Kannst du meinen Namen sagen? Nee, nee. Nicht meinen Namen sagen. Nicht deinen Namen sagen? Doch. Nee, nee. Ich möchte nichts sagen. Was nimmst du? Kommst du mit? Ich komm. Ah, gehst du in Spiti? Was nee, kaltest? Hier gegenüber, Teddy. Ich komme mit. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, wir befinden uns gerade in Wuppertal und morgen geht's auf die FIBO. Und dafür sind William, Johnny und ich und später auch noch Johnny Yusupov in der Villa. Wir werden da ordentlich Content drehen. Deshalb haben wir uns dagegen entschieden, ins Hotel zu gehen. Deshalb müssen wir jetzt morgen frisch sein. Deshalb sind wir hier beim Friseur, den TÜV abholen von William. Seinem Friseur des Vertrauens. Und dann geht's morgen vier Tage Vollgas FIBO, ganzen Tag. Wir gehen später noch trainieren, dann nehmen wir euch auch noch mit. Und dann sind wir ready für morgen. Sagst du morgen, Johannes, dass... Ich meine, bist du ja jetzt mit William jetzt schon beim TÜV. Muss ja einen Grund dafür geben. Ich bin ja schon ziemlich intim jetzt mit William. Ja. Jetzt stell dich doch mal vor. Ich meine, die Leute bei Lars kenne ich vielleicht noch nicht so, wie sie dich bei Johnny kennen. Ja, warum wollen sie mich denn überhaupt bei Lars kennenlernen? Wofür bist du denn bekannt? Du bist der Bekannte von uns beiden, ich René. Ich bin nicht bekannt, mich doch, kennt man nicht. Doch, doch, René. Nee, nee, nee. Und wir wollen nicht ablenken. Ich hab mich verzählt. Ich hab mich verzählt. Okay, jetzt hab ich's, jetzt raus. Was möchtest du jetzt noch von mir? Herrlich. Lars Style mit offenem Rucksack. So, geht's jetzt eigentlich zum Training? Ja! In die Elberfelder Saftkraftfabrik. Sonnenuntergang. Wie geht der Song weiter? Fake Netty. Nimm das richtige Wasser, Lars. Once you start, there's no way back. Wir haben uns dazu entschieden, Johnny macht hier ein bisschen sein eigenes Ding und William und ich. Wir trainieren heute nach Williams Plan, also seinem Rückenplan. Bin mal gespannt, wir haben uns jetzt auch mit Iliac Lat Pulldowns. Ich denke mal, das wird ähnlich sein wie dein Trainingsplan. Ja. Ah, ja. Also ein, zwei Warm-up und dann machst du Top-Back-Off-Prinzip? Bei manchen Übungen, so jetzt zum Beispiel, machen wir auch hier das Prinzip der Vorermüdung. Wir versuchen ein bisschen Blut reinzupumpen vorher, damit wir den Lat dann besser bei den anderen Übungen spüren. Weil ich glaube, William trainiert auch eher Hits, was? Manche Übungen mache ich ganz normale drei Arbeitssätze, aber sonst immer zwei Arbeitssätze, dafür mehr Übungen. Ja, mehr Übungen, kriegst den Muskel aus mehreren Winkeln. Feier ich jetzt. Komm! Eigentlich müssen wir da was dranhängen bei dir. Lars musste sein, schön mit Gucci-Jacke antrainieren. Muss mal sehen. Coach Stoffig macht sich bezahlt. Darf ich drangehen? Ja. Niviara Personal Coaching, guten Tag. Bist du morgen am Start? Ich bin morgen selbstverständlich am Start, mein Lieber. Ja, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen. Geil, ich mich auch. Dann sehen wir uns endlich wieder. Ja. Sauber. Letzter Satz von schweren Falsch. Latzug. Am Anfang, das ist jetzt, das ist mein dritter Satz mit 145. Fühlt sich schwer an, fühlt sich gut an, macht Spaß. Sind vielleicht jetzt nur 6 Reps drin, aber egal. Für mich ist die erste Übung wichtig, dass ich die schwer mache und richtig reinziehe mit Brust raus, Schulter hinter. Wenn ich jetzt natürlich auch im Latz spüre, aber auch
mache ich mich nach hinten lehnen, in Trapez. Und danach arbeiten wir detaillierter, isolierter. Das Reinsetzen ist immer lustig an den Beinen, da muss ich mich immer so komisch hier hinstellen. So. Und dann muss ich mich runterhebeln, weil ich so leicht bin. Anders übersetzt, Ding, diesen. Auch die Kunst natürlich ist gleich, oder wenn du Bankdrücken machst mit Stahl, mit diesen fetten Scheiben, die so klimpern. So bang, 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 bang. Viel geiler. Auf jeden Fall. Nächste muss ich in meinen Plan gucken. Oh. Ich habe den nicht auswählen. Okay. Ich habe so einen ganz komischen Split. Ich mache so 6er Split, modifiziert. Push, Pull, Beine, Schulter, Brust. Also Push, aber Schulter fokussiert. Dann habe ich einen Armtag. Und letzter Tag ist Hamstrings mit 3 Uhr Lat. Ich fahre damit seit meiner Diät richtig gut. Macht doch Spaß. Für mich soll Spaßfokus auch noch im Vordergrund sein. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Sachen, die Leute ganz oft vergessen. Manchmal, ich habe es auch eine Zeit lang gehabt, da fokussiert man sich zu sehr darauf, das Optimale zu machen, dass man vergisst, warum man das eigentlich angefangen hat. Wegen Spaß. Genau. Und wenn euch Kreuzheben zum Beispiel Spaß macht und ihr das unbedingt machen wollt, aber es vielleicht nicht ganz optimal ist, dann macht es vielleicht trotzdem, weil Spaß ist immer noch der Hauptdrive. Ja. Wenn ihr keinen Spaß beim Training habt, warum macht ihr es dann? Vor allem die meisten machen das ja aus Spaß, oder? Richtig. Als Hobby, die verdienen damit kein Geld. Und selbst wenn man auch auf Wettkämpfe geht, auf einen Blechpokal holt, wenn man Kreuzheben Bock hat, Ian Barriere macht auch Kreuzheben so, weil er Bock drauf hat. Klar. Spaß macht. Wir haben ja letztes Mal trainiert zusammen mit Tommy, oder vorletztes Mal. Du meinst letztes Mal bei Johnny, dass du findest, dass ich anders trainiere als Johnny. Das ist ein sehr krasser Unterschied, dass wenn du mit ihm trainierst und mit mir. Ja. Wer trainiert am meisten wie William von Johnny und mir? Wer findest du, welchen Trainingsstil ist Williams am ähnlichsten? Ich finde, William hat auch einen eigenen Trainingsstil. Ja? Ja, schon. Und du hast auch ganz anders trainiert mit Tomek als mit Johnny. Kommt vielleicht auf die Muskelgruppe drauf an. Ja, das kann sein. Und dass ich überhaupt gar keine Ahnung eigentlich habe vom Bodybuilding. Ich glaube, das ist auch dann schwer für mich. Aber kann auch sein, ja. Aber ich finde, William hat einen ziemlich ähnlichen Trainingsapproach wie ich. Ja. Wenig Volumen, dafür meistens 2-3 Sätze. Die halt richtig bis zum Muskelversagen trainiert und halt nicht 4-5 Dropsätze und dann noch einen und noch einen. Okay, jetzt gucken wir noch, was die letzte Übung ist und dann geht's auch gleich schon einkaufen. Wer ist Kapitän von Brasilien aktuell? Ah, und deren Team ist komplett raus. Guter Fan. Ja, ich guck ja keinen Fußball. Was ist denn das Brasilien-Trikot? Weil ich Brasilianer bin? Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe schon meinen Kopf geübt, wo ich die Frage beantworten werde. Eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber es kam jetzt doch so raus. Boah. So, nächste Übung. Ich komme mir neben dir vor wie ein Zwerg. Please, bet your
leave, way before my bread leave. Got them googling the caption, trying to see who said these. Tell these hateful motherfuckers I've been choosing love. It's the God, baby, tell me really who's above. These washed and always talking what it used to was. Meanwhile, I'm raising up them digits like the Booster Club. I'm in my finest hour. Oh, Maschine, Alter. Junge, bei dem KFA so eine Muskulatur zu halten. Einmal so und ich mache noch die so wie eine Sidechest, aber so, weil dann siehst du quasi richtig riesig aus, ne? Der liebe René geht jetzt noch für ihn und für mich einkaufen, weil ich brauche ein bisschen Huhn und ein bisschen Quark und ich muss noch leider ein bisschen Cardio machen. Morgen stehen echt 4 richtig schwere Tage an, wir sehen uns dann gleich. Ein bisschen kalt hier drin, das findet ihr das auch, aber liegt daran, dass wir jetzt die ganze gelüftet haben. Wir haben, glaube ich, die Haustür einfach komplett offen stand. Wir kochen jetzt noch vor für morgen, ich habe noch Hunger, ich werde jetzt noch Oats essen und dann geht's pennen, weil morgen müssen wir früh raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir müssen das Haus noch zeigen. Welcome to my crib, zu meiner Kirche. Was war dein erster Eindruck, so, als du ins Haus gekommen bist? Kirche. Sieht aus wie ein Kirchenhaus mit einem Spitzdach und es sieht sehr, sehr nobel aus. Fast wie in so einem geistkranken Film. Guckt euch mal kurz die Zimmer an. Wir können einmal jetzt von tagsüber noch Drohnenaufnahmen einblenden, dann sieht man das Ganze mal von außen. Kickt es euch an und jetzt guckt mal hier das Wohnzimmer, das finde ich das Krasseste. Sieht aber aus wie von so einem alten Schloss. Königsverlies. Hier sitzt so ein englischer König und dann trinkt er einen Cup of Tea. Und guck mal bitte diesen langen Tisch da. Da saßen früher die alten Griechen, Dicker. Die haben philosophiert. Und die hängt Fernseher von 2008 von Philips. Und was ist das? Das ist ein Getränkewagen. Reiche Milch. Und nochmal ein rundes Stairmaster. Also hier ist der Whirlpool. Der Jacuzzi. Mit Ausblick auf unseren Tennisplatz draußen, den wir morgen auch noch sehen werden. Aber bitte nicht sagen, dass das mein Anwesen ist. So, wir können das Zimmer nochmal zeigen, das ist auch ganz cool. Ah, das ist ja, das, oben Balkon, oder? Ja. Komm, ich kipp mal raus. Da steht Onkel Jacek. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Das ist wirklich der Master Bedroom. Bei mir filmen wir mal nur bis hier, okay? Also lag Johnny schon drin heute. Oh, so ein neuer Event. Ja, cool, oder? Wollt ihr mal kurz meine Düfte sehen, die ich mitgenommen habe? Das interessiert aber auch viele. Ganz schnell durchlaufen. Duft Nummer 1. Louis Vuitton, Ambre Nomade. Duft Nummer 2, Montal Arabians Tonka. Nummer 3, Xerge of Naxos. Nummer 4 und 5, Alexandria 2 und Argento Overdose. Und als letztes noch ein Geheimtipp, also den, jetzt ohne Scheiß, wenn ich den zeige, dann wird der wahrscheinlich wieder leer gekauft. Aber das ist ein richtiger Geheimtipp, der kostet bloß 30 Euro und riecht geisteskrank. Der heißt Chug of Oud von Swiss Arabian. Sieht teurer aus, als er ist, riecht richtig geil. René, so Oud mag ich schon mal, also um. Das ist Rose, Rose und Oud. Und der hält 4 Jahre. Du musst ihn später mal riechen, so abends. Wenn er ein bisschen abklingt, weil der ist sehr, sehr, sehr stark. Also finde ich ein richtig interessanter Duftakkordeon und so. Jetzt bereiten wir noch unsere Meets für morgen vor, weil es geht morgen früh raus. Wie früh stehen wir auf, René? 6 Uhr. Und ihr wisst, das ist nicht meine Zeit. Ja, ich freue mich, euch alle zu sehen. Wenn das Video rauskommt, haben wir wahrscheinlich schon Freitag. Wenn alles gut läuft. Donnerstag. Donnerstag? Stimmt. Heute das ist halt morgen raus, ja. Sehr cool. Dann sehen wir uns auf der FIBO. Licht ist aus. Man sieht es sogar noch. Strom ist aus. Okay. Ja, Mann. Bis dann. Vielen Dank fürs Einschalten und kommentiert, Glocke abonnieren und so ein Scheiß. Macht's gut. Tschüss.